Francesco Ruggieri. Das ist ein Name, den jeder Cellist kennen sollte. Geiger und der Rest der Welt kennen Antonio Stradivari. Francesco Ruggieri war ein Zeitgenosse Niccolò Amatis und hat eigentlich das typische kompakte Cello erfunden oder entwickelt oder modifiziert, wie wir es heute kennen. Ungefähr um 1670. Die kleine Bassviole, Violine, ist es ja eigentlich, das Violoncello. So, und das Cello hat vielleicht mehr als alle anderen Streichinstrumente eine Geschichte, die extrem eng verwoben ist mit der Entwicklung der Saiten. Warum? Das Problem beim Cello ist, dass wir einen relativ tiefen Klang brauchen und große Instrumente grundsätzlich eher weniger voll und kräftig klingen als kleine. Wir kennen das von der Flöte oder von der Trompete oder was auch immer. So, und anfangs hatten alle Streichinstrumente wie auch die Zupfinstrumente Darmsaiten. Und wenn man auf ein Cello eine blanke Darmsaite draufspannt, dann ist das eine ziemlich dicke Wurst und die Amplitude, also die Ausschwingung, ist dadurch sehr reduziert oder sehr, sehr limitiert. Das liegt daran, dass Darm selber nur eine relativ niedrige Dichte hat. Dicht bedeutet das Gewicht pro Volumeneinheit, liegt bei 1,3. Für die, die in Physik nicht so ganz genau aufgepasst haben, ein Liter Wasser wiegt ein Kilo. So ist übrigens auch das Kilo definiert. Nämlich über den französischen Meter, französische Revolution, Ende 18. Jahrhundert. Also ein Meter mal ein Meter mal ein Meter Wasser ist eine Tonne, also 1000 Kilo. So, wenn wir dagegen uns Stahl, Eisen anschauen, dann haben wir eine Dichte von 7,9. Also ein Liter Eisen wiegt knapp achtfach das von Wasser oder knapp siebenfach, mehr als sechsfach das von Darm. So, das heißt, eine Stahlseite ist viel, viel dünner als eine Darmseite. Jetzt war nur das Problem, im Jahr 1670 gab es noch keinen Stahl, der hochfest genug war, um daraus Saiten zu machen. Was es aber gab, ist Kupfer, Silber. Das konnte man drumherum wickeln und um die tiefsten Saiten, um die Bassseiten, damals bildete sich dann auch die Angewohnheit daraus, eben diese von C folgende Quintstimmung zu benutzen. Dadurch brachte man, also Kupfer und Nickel zum Beispiel, die haben eine Dichte von 9, also sogar noch etwas schwerer als Eisen. Damit, mit so einer einfachen Kupferumspinnung, konnte man also die Saite sehr viel schwerer machen. Dünner machen, das heißt, man hatte eine höhere Amplitude und konnte also lauter spielen. Und dadurch bekam das Instrument dann auch solistische Qualitäten, wie wir dann von Vivaldi und Bach und so weiter wissen. So, gespielt wurde damals natürlich mit Steckfroschbögen. So ein Ding habe ich jetzt hier nicht. Also das, was wir ganz typisch als Barockbogen kennen und das bis in die Zeit Beethovens eigentlich der Standardbogen war, war ein Holzbogen mit einem eingeklipsten Frosch ohne Schraube. Also Justierung gab es eigentlich nicht. Manchmal gab es unterschiedlich größere Frösche mit weniger und mehr Spannung dann. So. Und mit diesem Setup, dann später kam irgendwann so mal der Stachel dazu. Das war so nicht ganz einheitlich. Mal hatten die Leute einen Stachel, mal nicht. Das wurde im Laufe der Zeit eher tendenziell mehr. Aber bis ungefähr ums Jahr 1800 war das so das Standard-Setup. Dann kommt François Xavier Tourte, gelernter Uhrmacher, Sohn eines Bogenmachers, und fängt an, als Uhrmacher Metallteile an die Bögen zu bringen. Seine hauptsächliche Erfindung war der Froschring. Das wissen die meisten Leute witzigerweise gar nicht. Selbst die meisten Geigenbauer und Bogenmacher, glaube ich, wissen es nicht. Dieser Froschring hier war seine hauptsächliche Erfindung. Der dient nämlich dafür, dass die Haare fester hier im Frosch aufgehängt sind und man tatsächlich kraftvoller spielen kann. Was er außerdem gemacht hat, er hat auf eine geniale Art und Weise die Stange sowohl von der Ausarbeitung als auch von der Kurve optimiert.
was er, wie ich glaube, als Uhrmacher gelernt hatte, Federn zu berechnen. So, das war ums Jahr 1800. Da hatte man dann also einen etwas festeren Bogen mit höherer Spannkraft, mit dem sich also auch deutlich besser Doppelgriffe spielen ließen und lauter im Orchester spielen ließen und auch Sonaten und so weiter. 1800. So, dann erleben wir im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution und in dieser industriellen Revolution entwickeln sich nicht nur neue Maschinen und neue Lebensformen, die Bevölkerung von Berlin verdreizehnfacht sich in diesen 100 Jahren, sondern natürlich neue Materialien. Die ganze Welt steht im Prinzip Kopf im 19. Jahrhundert und etwa Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt sich aus Eisen langsam Stahl, sogenannter Puddle Steel. Also der wurde tatsächlich von Hand gerührt, um den ganzen Dreck da rauszukriegen, den Phosphor und den Schwefel und das ganze Zeug. Dass man also ein reines Eisen bekam, dem wurde dann eine kleine Menge Kohlenstoff wieder zugesetzt, nachdem man ihn erst geklärt hatte. Und daraus konnte man dann Klavierdraht machen. So entstand dann auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Grand Piano, der Flügel, weil man endlich mal hochfeste Drähte hatte. Und damit ging der Weg weg vom Hammerklavier. Und im Gleichschritt folgte natürlich mit ziemlich als erstes das Cello. Man nahm also diesen Pianodraht her und spann den mit Kupferdraht wie gehabt und hatte nun plötzlich eine C-Seite, die richtig Bums machte. So. Und diese Entwicklung beschleunigt sich dann im Laufe des 20. Jahrhunderts, weil man auch noch feine Stahldrähte machen kann. Und dann hatte man Stahlseile, später kommen Nickelumwicklungen dazu. Und Ende des 19. Jahrhunderts kommt dann Wolfram dazu. Wolfram ist sehr, sehr schwierig zu gewinnen, auch in reiner Form herzustellen. Da musste man jetzt einen ganz dünnen Draht draus machen. Und Wolfram ist so schwer wie Gold, hat eine Dichte von 19, deswegen ist das auch ein sehr beliebtes Material bei Goldbarrenfälschern. Die machen dann Goldbarren mit Wolfram innen drin. Ist natürlich viel billiger als Gold, aber pst. So, und dann hat man also Ende des 20. Jahrhunderts hat man vor allen Dingen C-Saiten mit einem Wolframdraht eingewickelt. Und dann werden die Saiten dadurch nochmal dünner, nochmal schwerer, haben nochmal eine höhere Spannung und man kann so richtig Krach machen mit den Dingern. Wunderbar. So, aber das Problem ist, seit 1800, seit Tourte, hat sich in der Entwicklung des Bogens nichts mehr getan. Warum nicht? Weil Fernambuk nun mal das Material war, das bis zu dem Tage, bis ungefähr 1990, sage ich gleich, das Material war mit dem besten Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht. Also Steifigkeit bedeutet Spannkraft. Spannkraft zu Gewicht. Wenn man jetzt also Stahl hernimmt oder Aluminium oder Titan oder irgendwas, dann stellt man fest, dass man, wenn man so einen Bogen aus diesen Materialien baut, dass der am Ende schwerer ist oder weicher als Fernambuk. Blöd. Übrigens ist Fernambuk kein guter Klangwerkstoff. Überhaupt nicht. Ein Stahlbogen oder ein Aluminiumbogen oder Titanbogen würde viel besser klingen. Das hat übrigens auch schon Viom gewusst, und aus dem Grund hat er eine Serienfertigung von Stahlbögen, Stahlrohrbögen angeleiert. Die waren schwer, aber war zum Beispiel Paganinis Lieblingsbogen, da hat er eigentlich nur mitgespielt. Aber die Dinger zerknickten ständig, weil das so furchtbar, ein furchtbar dünnes Rohr war. Aus dem ganzen Schlamassel kam man erst Ende des 20. Jahrhunderts raus, und zwar mit der Entwicklung von Kohlefaserverbundwerkstoffen. Und die ersten Carbonbögen gibt es so um 1990 rum, wo man zum ersten Mal schafft, aus diesem Dilemma rauszukommen, dass man eigentlich ein Cello hat mit Saiten, die richtig Power haben, aber Bögen, mit denen man das nicht wirklich nutzen kann. Weil man ständig dann auf der Stange rumsägt zum Beispiel. Also da hat man natürlich spieltechnisch, kann man sich tausend Tricks überlegen, wie man da einigermaßen rumkommt, aber es ist eigentlich ein bisschen eine Quälerei, auch wenn es keiner gerne zugibt, aber es ist so. So, also mit Kohlefaser kommen wir da raus. Das Problem bei
den frühen Kohlefaserbögen, die übrigens bis heute hergestellt werden, war nur, dass der Anteil von Epoxidharz vergleichsweise sehr hoch war. Also wir haben 60% ungefähr Epoxidharz, nur 40% ist Kohlefaser. Das konnte man früher nicht besser hinbekommen. Hat man auch Flugzeuge und Satelliten und also Zeug hat man genauso gebaut. Das Problem ist nun bei dem Bogen, dass das bedeutet, dass das nochmal mehr Dämpfung hat, als das Fernabug schon hat. Das heißt, der Klang mit solchen Bögen war und ist relativ dumpf. Das klingt, wenn man anfängt damit zu spielen, noch halbwegs erträglich. Wenn man dann länger damit spielt, wird es dann doch schnell fad. Und ich kenne wenige gute Musiker, die mit so einem einfachen Carbonbogen wirklich auf Dauer gern spielen können. So. Als ich Mitte der 90er Jahre auf der Suche war nach einer Möglichkeit, einen Bogen zu bauen, der das Beste von allem kombiniert, nämlich die Leichtigkeit eines Steckfroschbogens, damit man mal wieder gescheit Mozart und Bach spielen kann, verbunden mit einer Festigkeit, die modernen Saiten entspricht, so einer Wolfram-C-Saite zum Beispiel, aber klanglich mindestens da ist, wo Fernabuk ist. Eigentlich mit weniger Dämpfung, wenn es irgendwie geht, und mit einem größeren Obertonreichtum, da bin ich drauf gekommen, dass das tatsächlich möglich ist, wenn man eine dünne, hohle Carbonstange baut mit einem hohen Fasergehalt und einem niedrigen Harzgehalt. Das machen wir jetzt seit 21 Jahren. Spielen mehr als 10.000 Musiker inzwischen auf dieser Welt. Und der Trick ist nun, dass man tatsächlich, ich kann das mal hier kurz ein bisschen demonstrieren. Also den Holzbogen, ich versuche ungefähr die gleiche Kraft. Dann habe ich hier einen Müsingbogen, der ist schon eine Ecke steifer, und den Arkusbogen, der ist nochmal eine ganze Ecke steifer. Also da den wirklich durchzudrücken bis auf die Haare, da tun einem schon fast die Finger weh. Das kann man auch selber auf dem Instrument ausprobieren, wenn man dann tatsächlich mal ein Haydn-Konzert oder was auch immer, ein Brahms darum runtersägt. Und tatsächlich mit den Haaren spielt und nicht mit der Stange. Und der ganze Obertonreichtum, der einem da entgegenleuchtet, der macht dann auch das ganze Vergnügen nochmal doppelt so groß. Also man muss nicht Klang gegen Spielqualität eintauschen. Das kommt alles in ein Paket. So, das war es auch im Prinzip schon. Wir machen natürlich sehr viel verschiedene Cello-Bogen-Modelle, weil Celli sind ja auch unterschiedlich. Also es gibt die großen Goffrilla, Montagnana, Celli mit eher so einem dunklen, wummerigen Klang. Die brauchen eher Brillanz, da passen dann super unsere S-Bögen. Dann gibt es so kleinere wie eben von Francesco Ruggeri oder Stradivari, hat dann auch nach diesem Ruggeri-Modell gebaut. Die brauchen eher einen wärmer klingenden Bogen, weil die eher tendenziell ein bisschen helleren Klang haben, solistischen Klang. Die passen dann super mit einem M-Bogen zusammen. Und dann gibt es so eine ganze Reihe so mittelgroße Celli mit ausgewogenem Klang. Da passen zum Beispiel ganz prima hier unsere neuen T-Bögen. Die sind genauso schön ausbalanciert, bringen Brillanz und Wärme. Also das macht das Spektrum so richtig schön breit. So, ich hoffe, Sie hatten Spaß an dem Video. Wir sehen uns wieder bei den anderen Videos oder demnächst mal am Telefon oder auf unserer Webseite. Und ja, beehren Sie uns wieder. Bis die Tage. Tschüss.